Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, habe ich mich dazu entschieden, den Spielstand zu laden, indem ich im letzten Kampf wirklich hart versagt habe. Und das liegt einfach daran, auch wenn zwei Charaktere gestorben sind, die mir sehr lieb sind, nämlich einmal Barry und Grunty. Ich muss einfach damit leben, dass es hier im Spiel Konsequenzen gibt, wenn man hart versagt. Und diese Konsequenzen sind eben, dass die Leute sterben. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass ich jetzt gezwungen bin, neue Leute einzustellen, dass dadurch ein bisschen frischer Wind in die Sache kommt und ich mal auch gezwungen bin, ein bisschen umzudenken und das Team anders zusammenzustellen und so weiter. Ich würde jetzt eigentlich an dieser Stelle eine Schweigeminute machen und Tabs einspielen, aber ich gehe mal davon aus, dadurch würde ich ungefähr 10 Millionen Probleme mit der GEMA kriegen. Deswegen fällt das weg. Das fällt einfach weg. Ich lasse die einfach nochmal hier in der Liste drin, so als kleines Mahnmal. Und wir lecken ein bisschen unsere Wunden. Wir haben leider im Moment noch gar nicht genug Geld, um wirklich vernünftig neue Leute anzuheuern. Wir müssen dazu noch was verkaufen. Ich gucke gerade mal. Wir haben hier nicht wirklich viel, was wir noch verkaufen können. Das heißt, wir müssen erstmal damit leben, was wir haben, bevor wir eben die 10 Millionen Waffen verkauft haben, die hier in dem Sektor sind. Mir ist gerade eingefallen, jetzt wo wir hier Dimitri noch haben, könnte doch eigentlich Dimitri immer einen Rucksack aufsetzen und dann könnte ich mit Dimitri hin und her fliegen. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Ich bezahle jedes Mal, ich glaube, weiß ich nicht, wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also bezahle ich $1.800 für einen Trip. Da ist ja schon eine Waffe wieder bei draufgegangen, die ich dann in den Rucksack laden kann. Und jetzt in meiner Situation muss ich dann tatsächlich ein bisschen aufs Geld achten. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Erstmal gehe ich hier in den Sektor rein und für diesen Sektor sind drei meiner Leute gestorben. Ja, drei meiner Leute sind gestorben. Und ihr Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Ich werde diesen Sektor nicht aufgeben. Und das bedeutet insbesondere, dass ich mich beim Milizentrainieren hier in diesem Haus verschanzen werde. Denn es kann durchaus sein, dass ich noch angegriffen werde, während ich hier in diesem Sektor Milizen trainiere. So, beide meine Mechaniker sind draufgegangen. Das heißt also, ich kann hier diese, zum Beispiel diese G11 hier, kann ich nicht benutzen. Ich muss mit den Waffen leben, die hier im Sektor sind und relativ gut repariert sind. Und ich werde erstmal anfangen, meine Leute wieder neu aufzumunitionieren. Und da gucke ich mir erstmal Grace an. Die hat nämlich nur noch 91% Panzerung. Und ich denke mal, das wird zum größten Teil daran liegen, dass die Keramikplatte abgenutzt ist, die hier in der Panzerung ist. Wie kann ich denn... So, alles raus. Alles raus. Alles stacken. Dann habe ich hier nämlich andere Keramikplatten. Und da komme ich schon wieder auf 95%. Das ist schon mal eine Runde besser. So. Neue Munition in die Waffe rein. Und wir müssen jetzt wirklich mit dem leben, was wir haben. Und dürfen uns kein weiteres Versagen erlauben. Das heißt also, wir nehmen hier wirklich die beste Munition, die wir haben, um hier weiter zu kämpfen. Rüsten hier schön die Knicklichter wieder aus. Minigranaten brauche ich. Ja, Stun-Granaten auf Grace nicht. Das wäre Verschwendung. Minigranaten. Und dann haben wir nicht noch 9mm Magazine? Ja, haben wir. Kriegt Grace hier noch zweimal 9mm Munition. Dann wäre Grace erstmal wieder vollständig ausgerüstet. Weiter geht's mit Ira, die hat hier nicht mehr wirklich viel in der Waffe.
Will ich wirklich die M16 auf Nahkampf benutzen, den ich jetzt hier machen werde? Muss ich? Ja, das muss ich machen, weil die anderen MPs, die wir hier im Sektor haben, die sind nicht mehr gut im Schuss. Das Einzige, was gut in Schuss ist, ist die diese eine hier. Diese hier ist nämlich bei 90%. Bei G36C bei 94%. Ich werde die M16 weiterhin verwenden. Im Haus werde ich Nahkampf machen müssen. Das heißt also, ich nehme hier einen Griff dran an die Waffe. Und nehme aber, ach so, das muss ich auch bei der M16 von Grace machen. Ich nehme den Retractable Stock nehme ich ab. Weil der nämlich dafür sorgt, dass die Waffe weniger AP kostet, um sie hochzureißen, aber mehr AP, um damit zu schießen. Und da ich mich im Haus ja verschanzen werde, werde ich die Waffe die ganze Zeit sowieso angelegt haben. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich weniger AP brauche, um die Waffe anzulegen. So, wir füllen hier mal die Granaten wieder voll. Kommen 3 Mark II Granaten erstmal rein. Eine Mini-Granate braucht sie auch noch. Und hier kommen mal 2 Stun-Granaten dran. Also bei 98% Gewicht. Ich lege mal die Machete noch schnell ab. So, dann sieht das ja ganz ordentlich aus hier. Eventuell könnte ich noch ein Magazin 5,56er gebrauchen. Dann haben wir hier noch eins. Und so, dann ist Ira auch aufmunitioniert. Ich gebe hier ihren Rucksack auch direkt mal wieder. So, das Ding hat sie ja gerade schon von jemand anders bekommen. So, Max legt das Scharfschützengewehr ab, weil ich das jetzt wirklich überhaupt nicht gebrauchen kann. Er kriegt ein aufgestocktes Medikit. Genau so. Er kriegt auch eine neue Stun-Granate. Und noch 2 Mini-Frags. Und dann brauche ich jetzt eine Waffe, die auf Nahkampf gut ist. Und da bietet sich natürlich hier die MP5 an. Muss ich nur gucken, dass ich für die MP5 auch die richtigen Attachments jetzt raussuche. So, den Griff. Den Schalldämpfer baue ich mir auch noch dran. Wie auch bisher den Retractable Stock eben nicht, aber ein Laservisier kommt noch dran. Und ansonsten, achso, so ein Zweifachscope. Wenn ich schon mal dabei bin, das werde ich wahrscheinlich jetzt eh nicht benutzen. Aber ranbauen kann ich es ja. So, der bekommt jetzt natürlich auch wieder das Beste vom Besten. Und das ist AET-Munition. Davon habe ich leider, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Da muss Grace eventuell hier noch ein Magazin abdrücken. Ja, das sieht ganz danach aus, ne? Damit ich hier zumindest vollladen kann, denn das Magazin ist halt einfach nicht voll. Dann nehme ich noch 2x PB. Habe ich hier noch irgendwo 9x19 PB? Ja, das hier ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Da kriegen wir noch ein Magazin draus zusammen. So, dann habe ich 2x PB. Grace hier nicht noch irgendwo was? Ich habe halt 9x19 Glaser, aber ich schätze mal, das wird mir in diesem, bei meinem Spielfortschritt nicht mehr besonders viel bringen, weil die Feinde zu hart gepanzert sind jetzt. Außer ich mache halt Kopfschüsse und das ist mit einem SMG nicht eben leicht. Ja, dann muss ich wohl oder übel nochmal, achso, ich stacke das alles nochmal. Vielleicht finde ich ja noch was, was ich eben übersehen habe. 9x19 Glaser habe ich hier, 9x19, ja. AET habe ich 17 Schuss. Irgendwo in einem Rucksack vielleicht noch was drin? Nee, keine Rucksäcke mehr, wo was drin ist, glaube ich. Oh doch, hier ist noch was drin. Was ist hier denn drin?
Nee, 45er, das ist Raiders alter Rucksack. Das mache ich sowieso gleich noch. Haben wir hier sonst noch Rucksäcke? Hier haben wir noch die Strike-Westen, aber ich glaube, da habe ich alles schon rausgenommen. So, die 3-Tage-Packs, da habe ich auch alles schon rausgenommen. Ja, sieht ganz danach aus, als hätte ich keine Munition mehr. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und muss normale Ball-Munition nehmen. Wo habe ich denn jetzt 9x19 Ball? Ja, da habe ich dann halt zumindest ein bisschen was. Grace kriegt auch nochmal 2 Magazine. Damit ich ja nicht irgendwie im Sektorinventar suchen muss, weil mir mitten im Kampf die Munition ausgegangen ist. So, Max hätte hier noch 30 Schuss insgesamt, aber das ist halt auch nicht mehr wirklich viel. So, Max ist also fertig ausgerüstet. Da haben wir Raider als nächsten. Hier nochmal volles Magazin AET. So, dann machen wir das Magazin hier noch voll. Und hier direkt schön den Rest auch mit AET voll. So, dann kriegt er 2 neue Granaten. Brauche ich natürlich auch Granaten. Ja, der kriegt einfach mal 2 Stun-Granaten hier. Die sind wenigstens noch so gut in Schuss, dass man denen vertrauen kann. Die Mini-Granaten, ach so, das sind ja nur 2, ja, was klicke ich mich denn die ganze Zeit da durch? Die sind alle nicht mehr so gut. Ich glaube, das hier ist so das Beste, was ich kriegen kann. So, das sieht also alles dann ganz in Ordnung aus. Da haben wir Raider also auch wieder fertig ausgerüstet. Ja, und das war's dann auch. Unsere kleine illustre Truppe. Vielleicht kriege ich noch irgendwie eine Gasgranate irgendwo her. Kann ich die aus irgendwelchen kalten Fingern noch klauben? Müssen wir mal schauen, was wir hier noch haben. Wir haben hier noch Tränengas. Nehmen wir doch das Tränengas gerne mit. Auf Ira haben wir hier noch Senfgas und das Tränengas ist nicht wirklich gut in Schuss. Ja, das wär's dann auch. Gehen wir hier mal in den Sektor rein und platzieren uns ein bisschen. Yep. Ich denke mal, ich werde hier jemanden hier hinter platzieren. Der kann dann mal gucken, falls hier jemand durch die Tür kommt. Und der Rest, also ich würde mich halt gerne so platzieren, dass ich durch die Fenster nicht gut sichtbar bin. Yes. So. Ich muss dann halt daran denken, dass ich die Tür eventuell zumache. You got my ear. Und ich versuche dann halt hier irgendwie Unterbrechungen zu kriegen oder sowas. You got my ear. Genau, hier kann ich auch durchs Fenster nicht gesehen werden, aber durch dieses Fenster dann eben schon. Muss ich mal gucken, falls Standing es wirklich by. Zum Kampf kommt, dann werde ich das noch alles ein bisschen optimieren. Und jetzt geht es halt darum, Milizen zu trainieren. Und das werde ich mal nicht mit Ira machen, weil Ira eigentlich die einzige ist von meinen Leuten, Raider vielleicht noch ein bisschen, die noch in wirklich kampffähigem Zustand ist. Ich werde einfach mal, ja, Raider ist vom Kampfwert her relativ gering im Moment noch, weil der halt nur Level 4 ist. Das heißt, ich werde mit Grace und Raider also Milizen trainieren.
Und dann schalten wir direkt mal den Zeitraffer an und gucken, wie sich die Sache hier entwickelt. Waiting for next command. So, einmal Milizen haben wir schon mal. So, die andere Sam-Site wird angegriffen von 7 Leuten. Damit kann ich leben. 2 Verluste habe ich erlitten. So, wie geht's weiter? Grace fängt schon mal an zu pennen. Das ist nicht gut. Ich hätte gerne so schnell wie möglich so viele Milizen wie möglich. So, auch wenn Grace noch nicht ganz wieder fertig war, wollte ich den letzten Milizen noch fertig kriegen. Ja, damit habe ich nämlich gerechnet. Die waren ja eben hier schon in dem Sektor. Das heißt, wir werden jetzt angegriffen. Auch ganz im Ernst jetzt. Kann ich irgendwie Spiel laden oder sowas? Ja, Escape habe ich gedrückt, aber da ist wohl das Spiel abgeschmiert. Ich habe inzwischen auch meinen Desktop so aufgeräumt, dass es mir scheißegal ist, ob den jemand sieht. Ich werde mal das Spiel schließen. Und ich glaube, der hat ja eben sowieso einen automatischen Speicherstand angelegt, damit ich mich nicht wieder neu positionieren muss hier. Ja, genau. Also einen Speicherstand haben wir, das heißt, ich werde jetzt einfach so weitermachen. Ich werde das auch gar nicht erst rausschneiden, die 20 Sekunden oder sowas. I use every opportunity to learn. So, genau, jetzt wollte ich hier Grace noch wieder aufwecken kurz, damit wir die Milizen fertig haben. Habe ich ja eben genauso gemacht. Und dann werde ich Grace wieder hinlegen, genau, damit die dann auch gleich beim Angriff ein bisschen ausgeschlafen ist vielleicht. Und wir gehen mal wieder in den Sektor und probieren es von neuem. Der sticht hier gleich meinen Milizionär ab. Ich denke mal, die Jungs werden ordentlich einstecken müssen hier, die ganzen Milizen. Oh, sag nicht, das ist jetzt hier wieder so ein unendlicher Timer. Den hatte ich nämlich auch schon mal heute irgendwann. Ah ja, dann, wenn der Feind den hat, dann scheint es dagegen zumindest irgendwie so ein Watchdog zu geben. Wenn ich diesen unendlichen Timer habe, dann gibt es dieses Watchdog nämlich nicht. So, wir sind eigentlich, dafür, dass wir nur 4 Leute sind, sind wir sogar in relativ guter Kampfverfassung. Standing by. So, wir werden es... 10-4. Wir werden wahrscheinlich hier besser nicht durch diese Tür durchschießen. Ich werde mal mit Grace hier die Tür zumachen, damit hier niemand mich quasi von hinten erwischt. Dann werde ich Grace hier hindrehen und auch in die Hocke gehen. You got my ear. Und dann werden wir unsere Leute hier gestaffelt aufstellen. Achso, und dann bitte schön durch die Reflexvisiere gucken. Yes. Achso, da durch das Fenster kann man noch durchgucken. Naja, das ist dann auch egal. Hoffen wir einfach mal, dass wir da dann Unterbrechungen bekommen. Oder dass da eben gar nicht erst jemand durchkommt. So, die Runden werden jetzt recht lange dauern. Und ich werde original gar nichts machen. Ja, also die machen meine Milizen natürlich richtig frisch hier, die Feinde. Die haben einfach keine Chance, die sind viel zu verstreut. Um überhaupt eine Chance zu haben, müssten die alle hier quasi in dem Bereich starten und dann direkt
direkt anfangen, hier die Feinde zu beschießen. Und wie viele Milizen habe ich ungefähr? So um die 20, glaube ich, ne? Die laufen da jetzt natürlich alle rein. In das feindliche Feuer. Und auf die Distanz eine grüne Miliz, die ist da natürlich absolut verloren. Standing by. So, jetzt wollte ich Raider hier noch in Position bringen, das heißt nämlich nach hier. Waffe anlegen, durch das Reflexvisier gucken. Und das ist so ziemlich alles, was ich hier jetzt jemals tun werde. Ich werde jetzt halt warten, bis hier die ganzen Schwarzhemden noch meine Milizen weggefrühstückt haben. Und dann werde ich quasi back to the roots einmal mit meinen Leuten schießen. Damit die Schwarzhemden hier einer nach dem anderen in den Raum reinkommen. Und dann werde ich die wegnaschen. So wird das laufen. You got my ear. So, die Milizen geben auch gut Gas, aber halt alles daneben. Ja doch, sich selber treffen sie. Ihre eigenen Leute, die gehen gut drauf. Was ist das denn schon wieder für eine Waffe, die er da hat? Das sind alles so Geräusche, die habe ich noch nie gehört. So, in dieser Situation wäre halt zum Beispiel auch ein Sniper gar nicht so schlecht, den ich dann hier hinlegen könnte. Aber mein Sniper ist halt viel zu schlecht drauf. Der würde das nie im Leben schaffen, auf die Distanz vernünftig zu treffen und vernünftig zu kämpfen. Deswegen muss ich das eigentlich gar nicht erst probieren. So, meine Milizen sterben einer nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie viele ich überhaupt noch habe. Das ganze Geld umsonst, Leute. Der spricht auch nur noch mal in sein Funkgerät und sagt Tschüss zu seiner Familie, denn der weiß relativ gut, was jetzt kommt. Er hätte vielleicht einfach mit dieser einen Funktion hier meine Milizen alle wenigstens irgendwie in ein Gebäude reintun sollen oder sowas. Dann wären die jetzt bei dem Kampf wenigstens nicht draufgegangen. Andererseits wären dann die Feinde da wahrscheinlich hingelaufen, hätten einfach eine Granate durchs Fenster geworfen. Und wenn die feindlichen Granaten alle gehen, dann ist das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und der Feind hat offensichtlich auch Scharfschützen am Start. So, die Unterdrückungspunkte, die ganzen Feinde jetzt sammeln, die bringen mir nachher, nachdem die Milizen tot sind, dann leider auch nicht so viel. Wenn ihr vielleicht, wie auf dem hier, mal 1, 2, 3, 4, 5 Schadenspunkte machen könntet, das wäre dann eventuell im Ernstfall für mich der Unterschied zwischen Leben und Tod. Standing by. Standing by. So, wir machen weiter. Standing by. So viele Milizen können das inzwischen auch gar nicht mehr sein. Was ist denn das da eigentlich immer? Ist das so ein Elektroschocker oder was? Oder ein Taser? Ja, die Jungs schießen lieber mal eine Runde in die Wand rein. Oh, da hat wieder einer Schaden bekommen. Das ist gut. Oder ist inzwischen die Granate hochgegangen, die er eben geworfen hatte? Oh, der hat direkt 192 Schaden gekriegt von einem einzigen Schuss. Ich glaube, das hier ist so meine letzte
Versammlung von dieser Milizfraktion, wenn man mal von den beiden da oben absieht. Von dem einen da oben absieht. Oh, und jetzt fressen die eine Granate. Oh. Aua. Das hat wehgetan. Aber die Schwarzhemden sind hier auch relativ gut versammelt, ne? Diese Haushecke, die kanalisiert das alles so ein bisschen hier. Also die Miliz versucht gerade, sich möglichst gut selber zu beschießen. Ja, das war auch nicht so klug, würde ich jetzt mal behaupten. Der hat geschmeidigen Selbstmord begangen, ist einfach in das Senfgas reingelaufen. So, die Jungs sind auch relativ unterdrückt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, weiter geht's. So, die Miliz ist des Kampfes überdrüssig. Hat eingesehen, dass sie verloren haben, sagen halt, okay, Herbert, war eine schöne Zeit mit dir, gib mir die Kugel. Und Herbert macht das dann auch. What was that? Standing by. Just heard a noise. Ja, was macht die Miliz? Oh, aua. Da ist No-Go-Area. Nur, dass die Jungs schwarze Hemden tragen und keine braunen. Oh, da hat wieder einer Schaden gekriegt. Das ist super. Vielleicht schafft die Miliz es ja tatsächlich, einen von den Jungs noch zu töten. Das wäre doch mal was. You got my ear. Oh nee, ich glaube, das wird nicht passieren. So, er hält auch tapfer durch. Ich weiß nicht, wie viele Kugeln er inzwischen schon gefressen hat. Er kann schon einen Bleiladen aufmachen. You got my ear. You got my ear. Ja, Jungs, haut nur eure ganze Munition raus. Macht da fein. Oh, der hier oben lebt immer noch. Was schießt du denn auf die hier unten? Oh. Die hauen den Schaden auch ganz gerne raus. Standing by. Aha. Ein Feind ist gestorben. Ich wiederhole, ein Feind ist gestorben. Just heard a noise. Standing by. Zwar durch einen von seinen eigenen Leuten, aber immerhin. Nee, Kollege, ich helfe dir auch nicht jetzt. Standing by. Standing by. So, das dürfte der letzte Milizionär gewesen sein. I heard something there. Ach nee, jetzt ist er tot. So, dann gucken wir mal, ob gleich hier einer in meinen Raum reinkommt. Aha. So, ich sehe dich, Kollege. Und ich treffe natürlich absolut überhaupt nicht. So, dann hauen wir noch einen Einzelschuss rein. Ah, nee, was soll's. Vollgas. Zack. So, da kommt einer ums Eck. Dann schauen wir mal, dass wir dem eine Salve geben. Bingo! Jetzt dürfen nur nicht zu viele auf einmal kommen. Das wäre dann, das wäre fatal. So, Salve in den Kopf mit AET-Munition. Oh, Jesus, now that blows my mind. Guess that makes two of us. Yes. Der Wortwitz gefällt mir. So, jetzt darf ich definitiv nichts mehr machen.
Ja. Denn ich brauche dringend jeden AP, den ich kriegen kann. Jesus, denn die werden hier jetzt alle ums Eck kommen. Und wenn ich ein einziges Mal daneben schieße oder ein einziges Mal keine AP habe, wenn hier jemand vorbeikommt, dann bin ich geliefert. So, der ist kritisch. Das reicht mir nicht. Mal gucken, ein Einzelschuss kostet mich 10 AP, das heißt, ich habe noch mehrere Einzelschüsse. Yes. So, schön. Einmal AP aufgefüllt. Das ist gut. So, Raider. Zack. Da kommt auch schon der nächste Kandidat. Das ist wie an der Kasse hier. Die stellen sich alle an und am Ende kommt jeder mal dran. So, Ira haut nochmal einen Salve in den Torso. You got my ear. Und dann warten wir eine Runde. Können vielleicht mal nachladen. So sieht es nämlich aus. Wir haben hier, glaube ich, eine ganze Menge Leute weggehauen. Ich weiß nicht, warum die hier alle auf einmal reingekommen sind. Ne? Das ist, als hätte tatsächlich jemand gewusst, dass wir hier drinnen sitzen. Obwohl wir also mucksmäuschenstill waren. Ich werde mal mit Ira einmal schießen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass das jetzt noch jemand hören wird. Geräusche machen die Jungs jedenfalls nicht, ja doch einer ist da noch am Bluten. Und wir haben noch drei Feinde im Sektor. Ich glaube, der Kampf ist hier an der Ecke entschieden worden. Das ist wie im Fußball. Die Ecke entscheidet. Und hier ist auch einiges los, würde ich mal sagen. Hier ist Party. Aber die Jungs haben alle ein bisschen zu viel getrunken. Ja, jetzt ist die große Frage, ob hier jetzt noch jemand kommt oder eben nicht. Yep. So, einer von den dreien wird noch verbluten. Das ist auch ganz gut. Ja, ich werde mal hier mit Ira kurz eine Runde durchs Fenster gucken. Okay, let's do it. Aha. I wouldn't mind letting fly. So, hier ist noch Kollege Bluter. Würde ich mal schätzen, dass der das ist. Haben wir den mit Ira nochmal gemacht? Machen wir das Türchen wieder zu. Ah ne, da ist noch ein anderer Bluter gewesen. Naja, ist ja auch egal. So, der hat direkt 43 Schaden gekriegt durch den Kopfschuss. Zack. Not nice. Da ist er ein bisschen kopflos gewesen. So, machen wir das Türchen mal wieder auf. Und da hätten wir noch einen. Und wo der ist, das weiß er auch nur selber. Glücklicherweise haben wir ja Ira mit einem Fernglas dabei. Da ist er schon mal nicht, kann ich euch sagen. Das wird vermutlich der Sniper sein, ne? Der jetzt hier noch irgendwo abhängt. Die Armee, ich knew we'd see them sooner or later. Da habe ich massivst Glück gehabt. Würde ich einfach mal sagen. Da habe ich richtig Glück gehabt. 67 kostet das auf dem Torso. Ja, dann kann ich zwei Salven reinhauen vielleicht. Ja. Der ist kritisch. Ich hoffe mal, der hat gut Atemschaden gekriegt. Ja. Der macht sich vom Acker. Aber leider, Kollege, ist da ein Zaun. Take that. Yeah, this is an enemy-free zone. So, das war's. Der Kampf ist ein bisschen besser gelaufen als der letzte, würde ich mal sagen. Also wenn ihr mal im echten Leben in den Kampf kommt, stellt euch hinter eine Ecke und wartet darauf, dass ihr die Feinde unterbrecht. Das ist mein Rat. Und das Ding heißt einfach AR, ja, das ist auch Namensgebung, die ist an
Einfachheit nicht zu überbieten. Ja, wir machen einfach mal hier gut das... Einmal das Stacken bitte. Und ansonsten probieren wir nächsten Versuch Milizen ausbilden. Ira sollte das wieder nicht machen, sondern stattdessen Grace. Und Raider, der sich im letzten Kampf gar nicht so schlecht geschlagen hat, muss ich sagen. Und inzwischen auch Level 5 erreicht hat. Das ist übrigens auch was, warum ich diesen Spielstand genommen habe und keinen anderen. Das ist, meine Leute waren relativ gut und egal, wen ich angeheuert hätte, also außer die richtig teuren Leute. Meine Leute sind ja inzwischen auch teuer, aber die wären da nicht rangekommen. Die hätten sich in dieses Team nicht wirklich gut einfügen können. So wie zum Beispiel der Raider, der nicht vernünftig trifft, obwohl er 90 Marksmanship hat. Was einerseits natürlich an der Waffe liegt, andererseits auch daran liegt, dass er erst Stufe 5 ist. Gleichzeitig, wenn ich jetzt Raider ein bisschen hoch trainiere, dann kann ich eventuell Raider als Squadleader für einen Squad von etwas schlechteren Söldnern benutzen. Denn wenn die geringere Erfahrungsstufe haben als er, dann bekommen die, wie wir mal gesehen haben, durchaus mehr Boni. So, ich denke mal, dieser Kampf mit viel Milizgeschlachte reicht erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Milizen hier wieder auffüllen. Und vielleicht sogar dazu kommen, die komplett aufzufüllen, damit wir hier den Sektor verlassen können. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und bis bald.